Guten Morgen und wir gehen direkt nach unten. Hui! Ja, ist schon wieder stockfinster mal wieder. Ja, diese Lampe, ey, ich vermisse die so. Ganz ehrlich. Laggity lag natürlich, weil er wieder mal speichert. Holz und Stein weg. So, Eisen weg. Da ist zwar, sind zwar Barren fertig, aber wir haben hier gar keinen Platz mehr, um die zu lagern. Deswegen lasse ich die da erstmal liegen. Und wir gehen nach oben. Packen unsere Krone weg. So. Die würde ich erstmal zurücklassen, weil ich würde heute mal nicht auf Erzjagd gehen. Denn wir haben jetzt so ziemlich alles, was es zu erkunden gibt. Wir haben sogar den Bossborn schon gefunden. Und wir haben diese Höhlen gefunden von den Morgen. Wir haben diese Ruinen abgeklappert. Wir haben so ziemlich jede Ressource, die man eigentlich so finden kann, gefunden. Aber etwas ganz, ganz Wichtiges und Großes steht noch an. Und ich glaube, ihr wisst auch schon, worum es geht. Und zwar kann man in diesem Spiel ja auch manchmal diese Festungen finden. So eine haben wir auch schon gefunden. Ganz, ganz am Anfang. Dann bin ich gestorben. Und jetzt haben wir keine mehr. Weil ich das Portal umgezogen habe. Oh Mann. Apropos Portal. Da wollte ich nämlich ebenfalls mal 40 rausnehmen. Also nicht 40 Portale, sondern 40 Edelholz. Da 20 Augen. Und natürlich 4 Surtlingskerne. Und dann machen wir mal Folgendes. Ich baue eine weitere... ein weiteres Dingens. Was ist es denn? Noch hier so eine Notbase. Weil die finde ich sehr praktisch. Das ist natürlich nur übergangsweise, aber die Aschenlande sind momentan so gefährlich und so weit weg, dass ich ganz gerne mehrere davon hätte. So, das ist Notasche. Dann nenne ich das mal Notasche 2. So. Und dann würde ich sagen Energieschild. Ach ja! Noch was steht an. Oh, die Himbeeren. So, noch was steht an. Das mache ich, glaube ich, auch jetzt. Weil, nämlich gibt es natürlich noch diese Burg da, die wir entdecken müssen. Aber es gibt ja auch noch die Asquin, die wir zähmen müssen. Und wir hatten doch hier, ich glaube, das war der hier, waren wir doch oben auf einem Turm, wo unten Asquins rumliefen. Und ich würde jetzt einfach hin und wieder mal nachgucken, ob zufälligerweise ein Asquin mit 2 Sternen da rumläuft. Aber dann wäre es ja zu spät, um zu interagieren. Also müssen wir jetzt schon ein Loch vorbereiten, wo wir ihn dann fangen können. Und das machen wir jetzt. So, ich erinnere mich. Und hier unten liefen Asquin rum. Gut möglich, dass sie sogar schon respawned sind. Oh, da sind sogar Pilze. Und ich dachte mir, da wir hier diese Dorfruine haben, können wir doch da irgendwo im Zentrum uns ein Loch buddeln, oder? Ich gehe erstmal hier nach unten und sammle diese Pilze ein. Die sehen nämlich wirklich lecker aus. Alter, hier sind ja voll viele. Das ist ein richtig gutes Portal, was ich mir hingebaut habe, ne? Hier sind aber keine Asquins. Seltsam. Aber gut, ich will hier auch gar nicht lange rumtrödeln. Ich will hier nur kurz die Pilze einsammeln. Und was hier sonst noch so rumliegt. Loch buddeln und dann ganz schnell wieder weg. Dann gucken wir einfach mal ein bisschen hier rum, ob hier Asquins rumlaufen mit einem Stern. Und wenn ja, also mit 2 Sternen, dann zählen wir ihn. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich würde sagen, wir machen das mal hier mitten im Dorfzentrum, oder? Hier so. Lava. Wow. Ach ja. Wenn ich zu tief buddel, komme ich vielleicht auf Lava. Ne? Ich muss bloß aufpassen. Nach jedem Schlag gucken, ne? Oder gibt es gar keine Grundlava? Also wie Grundwasser. Weil das hatte ich ja das eine Mal vermutet. Sieht nicht so aus. Sieht gut aus. Gut. Und ich glaube, der Asquin kommt hier auch nicht raus. Also, ich glaube nicht. Das halte ich für unmöglich. Ich höre hier Geräusche. Keine Ahnung. Da. Ach, ich dachte gerade, das wäre eine Walküre. Die hätte ich mitgenommen wegen Federn. Denn die brauchen wir ja auch noch. Und ich guck mal kurz, ob hier Asquins rumlaufen. Kurz abchecken.
Da sehe ich auf jeden Fall den Spawner. Da wir hier häufiger wiederkommen, mache ich den mal kaputt. Und zwar wieder aus sicherer Entfernung. Von hier hinten. Das ist aber richtig kaputt. So. Tschüss. Hervorragend. Und dann jump ich mal hier drauf. Und zwei. So. Geh mal bitte kaputt, bitte. Bitte, bitte, bitte. Na los. Noch ein. Das war's. Sehr gut. Und hier sind aber keine Askwins. Waren hier nicht welche? Ich dachte eigentlich, dass hier ein geeigneter Spot wäre, um regelmäßig mal nachzusehen. Energieschild. Reißt. Ah, das ist einer von dem Spawner gerade, ne? Gott sei Dank habe ich mich um den gekümmert. So, ich gehe mal kurz hier nochmal lang. Mach hier nochmal einen Schlenker, aber hier ist auch nichts. Keine Askwins. Schade. Vielleicht brauchen die auch noch einen Moment, um zu respawnen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, hier müssten schon wieder welche sein. Da ist einer. Aber leider kein Stern. Na gut. Dann komm mal her und dann nehme ich trotzdem dein Stuff mit. Na komm. So. Du bist schon mal tot. Vor dir habe ich am meisten Angst. Und dich mache ich auch noch platt. Piu. Auf Wiedersehen. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Und wir gucken hier jetzt mal regelmäßig nach, ne? Und wenn hier keiner ist, dann halt nicht. Aber dann, ne, können wir dann uns auch darum kümmern. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe auch gelesen, man kann mit denen wohl durch Lava reiten. Lava reiten, geil! Das freut mich natürlich. Aber ich würde sagen, wir gehen das mal zurück. So, dann natürlich alles ins Lootloch geschmissen. So. Außer das hier oben natürlich. Das. Rein damit. Sehr gut. Und den hatte ich schon kopiert. Ich kopiere ihn sicherheitshalber nochmal. Notasche 2. Dann gehen wir ins Reiseportal. Das hier nennen wir... Oh. Oh, verdammt. Not... Asche 2. So, connected. Und wir haben ein Portal dabei. Dafür brauche ich allerdings auch ihn hier. Den nehme ich auch mal mit. Ist vielleicht nicht so clever, ne? Ich mache es trotzdem. Und wir gehen mal ein Stück weiter. Ich mache mal hier Not 2. Und die hier können alle weg. Ach du Scheiße, sind wir oft gestorben. Und ich würde sagen, wir gehen mal so nach da. Weil da ist auch unerkundet. Und da würde ich sagen, let's go. Oh Mann. Und ich hoffe sehnlichst, wir finden eine Festung. Das wäre richtig nice. Und ich versuche auch tatsächlich, so gut es geht, kämpfen aus dem Weg zu gehen. Da hinten sehe ich schon wieder einen Morgan. War das nicht der mich gekillt hatte das eine Mal? Zusammen mit der Valkyrie? Ich glaube ja. So, ich gehe mal hier lang. Ausdauer schön sparen natürlich. Da ist ein Spawner. Hier ist wieder so eine Ruine. Oh, ich finde die Ruine so hübsch. Ganz ehrlich. Oh oh. Ah, der Morgen hat mich gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist natürlich ungünstig. Ist das eine Höhle? Nö. Einfach nur ein normaler Stein. Gut. Da ist ein Spawner. Wo ist denn der Morgan? Hat er das Interesse an mir verloren? Ja, da hinten ist er. Gut. Oh, das sieht ja geil aus. Ich mache das mal zu einem Weltwunder. Und nenne es... Bauminsel. Kein Grund zu verzweifeln. Ich gehe mal darum, um die Lava herum und verzieh mich.
Es sind mir nämlich viel zu viele Feinde. Und da ist überhaupt nichts, was mich interessiert. Was mich interessiert, sind grüne Lichter am Himmel. Die sieht man aber nicht aus der Entfernung, ne? Nee. Ist natürlich schade. Ich laufe hier mal durch. Hier sind Skelette, also hier Knochen. Die sollte ich eigentlich mitnehmen. Deswegen nehme ich die auch mit. Mir wurde dringlichst empfohlen, sie immer mitzunehmen. Aber erstmal muss ich mich um die hier kümmern. Vor allem dich. So. Und tschüss. Und dann nehme ich den Feuerball. Weil hier können wohl auch mal gute Knochen bei sein. Neben den normalen Knochen sind hier wohl auch spezielle. Sowas wie dieser Brustkorb und sowas. Aber hier nicht. Schade. Gut. Immer mal gucken auf jeden Fall. Da ist noch ein Feind. Lege genau die Kamera. Dreist. Kamera vor allem. Ah, da haben wir wieder so ein Türmchen. Ich laufe einfach mal durch die Ruine durch. Ah, da sind Pilze. Die sollte ich immer mitnehmen. Weil die kann man ja, glaube ich, nicht anbauen. Soweit ich weiß. Straußen fahren ja auch nicht. Gut. Die wollen unbedingt sich... Was sind das für Geräusche? Sind das die? Drei ist trotzdem getroffen. Warte mal, ich nehme mal Feuerball. So, schön Flächendamage. Dann ein wenig Mana aufladen und nochmal Flächendamage. Auf Wiedersehen. So, hier haben wir noch ein bisschen von dem Marmorzeugs. Hör damit. Da ist Schwefel. Da wurde mir ebenfalls Wow! Halt, erstmal muss ich mich hier um diese Askwinds kümmern. So. Oh, drei sogar. Da laufe ich mal weg. Die machen hier die ganze Ruine kaputt. Aua! Hört auf damit! Ich habe Angst! So. Nein, hört auf! Die sind mir viel zu viele. Ich gehe hier mal die Treppe hoch. Nein! So, jetzt aber, komm. Tschüss. Und den anderen. Ebenfalls. Mann, der meint's aber wirklich ernst. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Wow, es geht nie ab. Ich hau mal ab. Ich muss mich hier allmählich mal wehren, sonst nehmen die hier überhand. Ah, der hat einen Stern. Der hat einen Stern, der hat einen Stern. Wo ist denn der Askwin? Der kommt bestimmt gleich irgendwo aus dem Schatten. Hä, ist er abgehauen? Er fängt schon wieder an zu laggen, ne? Digga, sag mal. Weil er wieder ein neues Gebiet generiert, oder was? So, Energieschild, schnell. So. Es wird auch dunkel. Ich muss unbedingt wieder zurück. Halt, bleib stehen. Und den Askel will ich eigentlich auch gerne haben. Wegen seiner Ressourcen nämlich. Da ist eine Blase, die nehme ich lieber mit anstatt... Weißt du was? Portal. Zack. Da war doch gerade irgendwas. Oder nicht? Wow!
Nein! Scheiße, ich bin so ein Idiot. Ja, da war irgendwas. Komm mal hierher, bitte. Vom Portal weg. Wenn der alleine ist, sollte ich es vielleicht hinkriegen. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es. Und ich erinnere mich, dass der Feuerball auch nicht schlecht war. Och nö. So. Schön brennen, bitte. So, so. Schön immer ganz langsam gehen, damit Ausdauer gespart wird. Es wird dunkel, ne? Ich habe richtig Angst gerade. So. Er ist bald down, er ist bald down. Och nö, jetzt kommt die auch noch. Nein! Ich hab so eine Angst. Wo ist der Morgan? Da. Scheiße, sind das hier viele? Ich hab Angst. Komm schon, Morgan, stirb bitte. Ist er gestorben? Soll ich einfach abhauen? Ich glaube, ich kann nicht einfach abhauen. Ich kann nicht abhauen, sonst machen die hier mein Portal kaputt. Ah, sind das viele? So. Ein nach dem anderen, ein nach dem anderen. Ganz ruhig. Oh, shit. Shit. Energieschild. Acht. Ausdauer. Und tschüss. Dann du. Tot. Energieschild schon wieder down. Das gibt's doch gar nicht. Das ist er hier, ne? So. Und jetzt endlich weg hier. Ne, der hier noch. Ich kann nicht einfach durchs Portal gehen, sonst machen die dich kaputt. So, jetzt. Her damit. Her damit. Und tschüss. Lauf, 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 lauf. Phew. Holla, die Waldfee. Da ging's aber ab. Schon wieder massivst überrascht. Ey. Also mit den Ashlands ist doch wirklich nachzuholen mit der Performance. Das geht ja überhaupt nicht mehr fit. Immer wenn wir aus den Ashlands kommen, ist es so am Ablecken. Hä? Hatte ich gerade... Dieses komische Fleisch, hatte sich das gerade nicht gestackt? Oder sah das nur ähnlich aus? Hm. Stimmt, ich glaube, das eine war Truthahnfleisch und das andere eine Askwindblase. Kann das sein? Keine Ahnung. Wie auch immer. Gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen direkt wieder los. Also hinunter. Und wie war das eigentlich mit Nahrung? Ja, ich könnte vielleicht wieder ein bisschen Ausdauerfood mitnehmen. Mache ich auch. Und außerdem kann ich hier... Oha, das ist bald leer, wa? Naja, gut. Ich baller mir den auch mal rein. Und den auch. Dann sind wir wieder schön aufgefrischt. Unser Energieschild ist gleich down, aber das können wir dann unterwegs immer noch auffüllen. Und ansonsten könnte ich eventuell... mir noch so einen ballern. Komm. Ich sehe es doch schon wieder kommen, dass das... nachher über Leben und Tod entscheiden wird. Hindurch. So. Hüpf. Das Ding weg. Stimmt. Das wurde abgerissen. So und so. Dann den Loot, was hier noch über ist. Und wir gehen weiter nach da, ne? Ich hoffe ja immer noch die ganze Zeit auf eine Festung zu treffen. Das wäre sehr nett. Energieschild. Da ist ein Spawner, da gehe ich mal großzügig drumherum. Pilze. Hör damit. Und außerdem mag ich diese Steine hier sehr gern, weil da hat man doch einen recht guten Überblick und die sind für NPCs wirklich schwer zu erreichen. Ja, sogar für uns, wie man gerade merkt. Gut. Das hat sich nur ein bisschen gerüttelt und geschüttelt.
Sieht ja auch geil aus mit diesem riesen Lavasee hier. Nein! So, ich gehe hier mal rüber. Der hat einen Stern, wa? Da outrun ich ihn mal. Auf Wiedersehen. Eine Zwergenbase. Sind hier noch Zwergis? Oh ja, sogar eine ganze Menge. Moin! Könnt ihr mir mal helfen? Scheinbar. Na los, macht einen platt. Sehr gut. Ja, mit dem Loot. Aua. Dreist. So geht's natürlich auch. Bist du Freund oder Feind? Freund natürlich. Was ist das für eine Frage? Wäre ich Feind, hätte ich euch schon längst angegriffen und platt gemacht. Das kannst du aber glauben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätten die mich platt gemacht. Ich gehe mal zurück zu den Zwergen, weil, Asquin und so. So geht's natürlich auch. So, schön Damage kriegen. Oh, jetzt habe ich selber Damage gekriegt. So. Ich gehe mal hier in die Base rein. Oh Mann, werden übel platt gemacht. Aber ich hätte den Loot ganz gern. Und ich werde den Teufel tun, da jetzt zwischen zu ballern, sonst treffe ich noch einen von denen. Kümmert euch mal um die, bitte. So. Sind die alle tot? Echt jetzt? So, der Asquin ist tot. Er ist tot. Der Asquin ist tot. Oh, schön Feuerball rein. Das hat gerade richtig gut geschmeckt. So. Du bist tot. Hier kommen die immer nach, ne? Hier ist ein Spawner in der Nähe, glaube ich. Bringt gar nichts. Tschüss. Du stirbst. Du stirbst. So. Ja, mit eurem Stuff und ich zieh mal weiter. Weil, da, ja, da ist der Spawner. Das macht keinen Sinn. Ich mach mal Eichtür an und verzieh mich. Ach stimmt, diesen Schwefelbogen da hinten hatte ich gar nicht abgebaut, ne? Ich habe nämlich auch gehört, man kann die wie Kristalle auch einfach mit Feuerbällen abbauen. Dann mache ich das auch. Finde ich irgendwie geil, dass man nur einfach immer im Kreis gehen kann und dann die damit auch smartet. So, ich gehe mal hier oben auf den Felsen. So. Sehr gut, da kann ich hier schön in Ruhe runterballern. Da werde ich von Fernkämpfern angegriffen. Der hier hat mich entdeckt. Der kommt aber nicht an mich ran. Piu und Piu. So. Die treffen mich alle nicht. Der da trifft mich gleich. Ich verzieh mich. Tschüss. Hör auf damit! Hör auf mich zu treffen! Ich geh schon, ich geh schon. Den Vulkangeier mache ich gleich, sobald ich in Sicherheit bin. Bis dahin wird er mich, glaube ich, nicht treffen. Pilz. So, ist der Geier noch hinter mir her? Ja. Tschüss! So.